Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde, hallo! Genau. Heute ist Marienkäferjagd. Hoffentlich. Angesagt, wenn wir sie finden. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Angeblich nördlich und direkt westlich der mysteriösen Maschine. Aber die haben relativ weite Gebiete, bei denen sie rumlaufen. Also kann man da in diesem Bereich so ein bisschen Marienkäfer... Ah, Katze! Geh von meiner Tastatur! Mir fällt gerade wieder auf, wir bräuchten auch mal Milbenpelz, ne? Also ich habe jetzt noch 7... Ah, hier haben wir noch was. Ah, haha. Ich kann mir noch ein paar Pfeilchen machen. Alles gut. Das ist schön. Wo sind jetzt wieder die Nadeln? Habe ich nicht gerade nicht Nadeln gesehen? Oh, Nadeln, die pieksen. Pixie-Nadel, Pixie-Nadel, Pixie-Nadel. Eine Pixie-Nadel. So, jetzt habe ich ein paar Pfeile mehr, jetzt kannst du losgehen. Das ist schön. Jo, jo, jo. Jo. 97 Pfeile. Fast meine 100, die ich haben wollte. Wunderbärchen. Klärchen. Du bist schon unterwegs? Ja, ich bin schon unterwegs. Nice and clean. Nice and clean. Ach, verpiss dich. Ich dachte gerade, das wäre gewesen. Boah, da ist eine Ameise bei den Minzdingern drin. Alter, klaut die das Minzzeug oder was? Ich hoffe nicht. Ameisen? Oh, verpiss dich. Bist du noch bei der Box? Ja, ich bin hier, lauf hier gerade um die mysteriöse Maschine so ein bisschen rum auf Marienkäfersuche. Naja, die müssten die ja auch kaputt kriegen. Das Einzige, was die klauen können, ist das einzelne Teil, wo wir nicht rankamen. Komm her, du Fliege, ich verflieg dich, du. Ne, den Brocken, den wir da nicht rankamen, an den wir nicht rankamen, der ist weg. Aber es kann auch sein, dass der nicht einfach gespeichert wurde. Die Fliege verhöhnt mich. Ey! Dann haut die ab. Ah, Milben! Stirb! Wo ist denn wieder Mathilde? Ja. Die rennt hier halt rum und sucht Marienkäfer. Die rennt hier halb rum. Ach ja, die Maschine. Da war ja was. Ja. Was lachst du denn jetzt schon wieder so dreckig? Ich bin Robin Hoods. Okay. Nice and clean. Oh nein, das ist ein... Jetzt bin ich aber neugierig. Da ist ein Loch und das finde ich jetzt sehr spannend. Ja, unsere Figuren haben gerade miteinander gesprochen. Ja. Du hast irgendwas mit Wolfsspinne, das ist nicht gut. Brave adventurer strode forth, approaching the mouth of the foreboding cave. What horrors awaited within? Mm-hmm, brave adventurer. Just try not to get eaten in there. The bard piped up with a witty rejoinder, but he would not be discouraged. Why do I have to be the bard? Da ist definitiv eine Schülerin, oder?
Weiß nicht, ob das so klug ist, was wir hier machen. Das weiß ich auch nicht. Es gibt hier Spinnennetze. Ja, und dahinter ist es so Science. Ja, das ist Science. Trau mich aber nicht weiter. Ach, oh, das ist nur ein Spiderling. Oh. Aber uns beide. Hier gibt's Spinneneier! Das ist aber eine Wolfsspinne. Das hätte man sich doch denken können! Und hinter im Haus ist auch eine Spinne. War keine Wolfsspinne. Können wir durch unsere eigenen Fallen laufen? Nee, ne? Doch, natürlich. Nee, ich glaube nicht. Wir kriegen auch Schaden. Ach so, so meinst du es. Natürlich, ja. Meine ich ja. Natürlich kriegen wir da auch Schaden. Ich meine, die Sonne geht jetzt auch schon wieder bald unter, ne? Ja, und ich will ein Marienkäfer. Ja, können wir uns das hier merken? Ist das auf der Karte? Oh ja, das ist ja mega auf der Karte. Wir sind dann wahrscheinlich tausendmal dran vorbeigelaufen. Man sieht dieses Brett. Wir haben es nicht einmal ja. Ah, die Spinne kommt näher. Das ist normale, aber... Wie komme ich jetzt hier runter? Soll ich noch auf dich warten? Nee, ich bin jetzt runtergekommen. Okay. Aber ich hab schon eine Idee, wie wir das Vieh, das Vieh töten. Okay. Indem wir sie rauslocken. Und wir machen zickzackmäßig, bauen wir Fallen auf. Wir laufen zickzack dran vorbei und die Spinne läuft durch. Und verreckt. Okay. Oder ist so geschwächt, dass wir sie dann töten können. Easy peasy. Das ist eine Taktik. Warum habe ich die Fackel an, Junge? Geh aus. Nimm! Hey. Ja, und Katamari-Käfer, ey. Geh weg, Ameise, das ist doch meine Milbe. Ich weiß, wir waren hier auch irgendwann bei so einer richtig tiefen Kuhle und da war auch ein Marienkäfer. Das war der erste und einzige, den wir bis jetzt getötet haben. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Erinnern? Lange, lange her. Ich habe echt seit das Update war, habe ich echt keine Milbe gesehen. Milbe da schon. Marienkäfer. Ja. Ich auch nicht. Voll doof. Ach, das bist du. Ich wollte gerade sagen, anderer Spieler. Ich hab jetzt schon wieder was zu Hause. Ja, ich laufe dir nur hinterher, also. Ja, ich laufe hier einfach rum in der Hoffnung, irgendwie einem Marienkäfer über den Weg zu laufen. Also. Also, wir haben was anderes gefunden, das Brett da ja. Und wir sind eine Wolfsspinne. Nee, hier gibt es so Arschlochkäfern. Glaube ich, ne? Gab's nicht. Nee, so ein Stinkkäfer. Gab's nicht irgendwelche. Bei irgendeinem so Busch oder so? Oh, mich hat irgendwas entdeckt. That's not so bad. Das ist wenn ich weiß, was mich angreifen will. Wir können uns auch nochmal die Hecke genauer anschauen. Ja, wo war die denn, die Hecke? Die Vogeltränke, die war da, glaube ich, oben rechts irgendwie. Oben rechts? Okay. Ganz oben rechts auf der Karte. Da müssen wir mal eine Nacht durchlaufen, ne? Ja, dann ist das so. Oder wollen wir da erstmal einen Break machen, nach Hause gehen? Jetzt schon? Ach so, eine Pause. Warten, ja. Bis es wieder hell wird und dann los? Wir können auch laufen und wenn wir da sind, also ich finde, bin der Meinung, wir können auch ruhig laufen. Okay, dann laufen wir.
Okay, wo geht's lang? So, bei der Eiche lang, da lang. Rechts. Rechts ist so eine gute Ansage. Ja, da wo du hingesprungen bist, rechts. Vielleicht treffen wir ja einen Marienkäfer unterwegs. Ja, okay. Oder eine Wolfsspinne, wer weiß. Ach nee, auf die habe ich keine Lust gerade. Oh, ich bin außer Pust. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich mir nicht 100%... Was ist denn hier? Hier ist auch irgendwie erstmal ein fliegender Wasserfloh. Ein fliegender? Ah, hier war auch irgendwie eine Wolfsspinne drin, meine ich mich zu erinnern. Hier war auch irgendeine... Stimmt, da haben wir noch eine Markierung gemacht. Ja. Stimmt, und wir haben ja gedacht, das wäre so ein Geister... Was für ein Geisterläuse oder was das für ein Vieh ist da? Wasserfloh. Geisterwasserfloh. Du mal melden. Ja, hinter dir, warte. Tod den Milben. Hallo. Als Milben. Ich möchte an der Stelle betonen, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich richtig gehe. Ja, wenn du wenn wir richtig gehen, geht das Licht ein oder auf oder so, ne? Oh, was zu trinken. Ne, wenn sie richtig stehen, geht das Licht ein oder so. Genau. Oh, warte, da ist was. Ah, nee, das ist ein Arschlochkäfer. Fast dasselbe. Ih, leuchten die Spinnaugen im Dunkeln? Wenn sie wütend sind? Ach, das ist eine Ameise. Okay. Oh, fick dich, Fliege. Hm. Oh, Arschlochkäfer, Arschlochkäfer. Nee, ist ein Blatt. Okay, ich dachte, es wäre ein Marienkäfer. Das ist die Frage, ob wir abends überhaupt einen Marienkäfer finden dürfen. So, und jetzt sind wir eigentlich schon wieder... Ah, warte, hier ist doch die Hecke gewesen. Als ob ich dich retten würde, Rüsselkäfer. Oh, da ist Science. Ich sehe da oben Science. Und ich sehe. Science? Oh, Science. Hm. Kommt man da hochgeklettert oder muss man sich was hochbauen? Ist das bei dem. Hier ist auf jeden Fall die Vogeltränke und uns wurde gesagt, ja. Wir sollen da hochklettern über den Baum. So. Oh, machen wir das da. Wir könnten auch... Oh, das ist eine Spinne. Ah, im dunklen Baden ist echt gefährlich. Nee, ist eine Ameise. Oh, die sind ja ganz schön aggro, die Ameise. Wir sind auf Rüsselkäfer hier. Das ist eine Science. Ah! Da könnte man sich einfach was bauen. Wo bist du denn jetzt hingerannt? Zur Hecke. Oh, 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 hier ist ein... Meintest du, ist das Science an der Mauer? Ja. Und ich habe hier einen Bunkereingang gefunden. Ein Bunker? Und ich bin irgendwo runtergefallen, es ist dunkel. Bunker? Let there be light.
Also für eine Mauer, das ist Science, da könnte man einfach ein, zwei ja. Sachen dran bauen und... Oh, eine Beere. Und dann ist man schon oben. Geh weg, ich hab keinen Hunger. Oh, das neu? Wirklich? Oh, versperrt. Oh. Kommt vielleicht noch. Aber wir müssen vielleicht bei Bürgel irgendwas machen. Der Weg ist versperrt. Da hoch. So, ich wollte mal zum Vogeldreck hochklettern. Oh, hier ist ein Durchgang. Oh. Hm. Oh, oh, oh! Was ist das denn? Alter. Cool. Hey. Die waren Überlebender. Hier ist ein Rucksack. Der hat 10 Köpfe da gelassen, 10 Ameisenköpfe. Und ein altes Blatt hat er sich hier was. Ach, er ist auch schon tot, oder die Person ist schon tot. Ja. Er, sie ist. Ich hab die Ameisenkeule noch genommen. Aber warte mal, RCS muss noch leben, weil, ja. Nee, das ist ein anderer Mensch. Wolltest du gerade sagen, da ist kein Kopf da? Nee, ja, das auch, der Kopf fehlt, ne? Nein, der Kopf liegt daneben, guck doch mal. Nee, das ist eine andere Wirbelsäule, guck mal, es sind zwei Menschen. Da ist auch eine Wirbelsäule. Das ist doch eine Wirbelsäule hier mit, Wirbelsäule und Rippen. Und hier haben wir auch einmal Wirbelsäule, Rippen. Hast du zwei Wirbel, du hast zwei Wirbelsäulen, ja. Und, hast du auch bestimmt mehr als 6, 8 Rippen, ne? Also müssen es ja zwei Menschen gewesen sein. Hm. Einer muss es ja gemacht haben und der andere ist daneben gestorben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind beide tot. Aber von der Anzahl der Köpfe würde ich sagen, es sind noch mehr Menschen. Ohohohoho. Oder ein Mensch im Berserker-Modus. So, und jetzt natürlich wieder super, dass es so dunkel ist, weil wir sehen nichts. Ich glaube, jetzt hier mal den Rand ab. Vielleicht ist hier noch irgendwo was Cooles. Doch mal so eine Lücke. Dann aber mit Arschlochkäfern. Rüsselkäfer unterm Blatt. Ich dachte gerade. Der was Schlimmes. Aber bis wir zur Vogeltränke vordringen, müssen wir wahrscheinlich echt warten, bis es hell ist. Es macht im Dunkeln überhaupt keinen Sinn, da den Weg hinzusuchen. Die Vogeltränke ist hier irgendwo in der Ecke. Was ist denn? Aber die ist doch nicht so weit an der Mauer. Die Nö, aber ich laufe jetzt einfach die Mauer ab, ob da doch irgendwas ist. Oh Gott, das ist ja erst kurz vor 23 Uhr. Das dauert ja noch ewig, bis die Nacht vorbei ist. Darum ja mein Vorschlag vorhin, aber... Hm. Jetzt sind wir hier. Hm. Ja, dafür haben wir ja halt diese Ameisenköpfe gefunden. Ja, das war schon ganz geil. Meine Fackel ist gleich aus. Hm. Jetzt müssen wir hier gleich irgendwo Rast einlegen. Campen. Oh, wir sind direkt unter der Forschungsstation. Gab's denn nicht auch irgendwo letztes Mal Arschlochkäfer? Nee, hier eigentlich nicht. Ja, und nu? Machen wir eine kleine Unterbrechung, bis die Sonne aufgeht. Und dann gucken wir nochmal, ob wir zur Vogeltränke kommen. Ja, komm. Das ist ja schon wieder voll.
Ich bin ja fast immer voll unterwegs. Ich habe immer meine Gasmaske dabei, meine Werkzeuge, meine Rüstung, meine Speere. Dann habe ich ein bisschen Essen dabei, Pfeile und dann bin ich voll. Naja. Joa, machen wir einen Break, ja. Ja, würde ich sagen. Gut, dann bis später. So. Sonne geht auf. Ich glaube, wir können los. Ja. 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 Oh ja, man sieht wieder was. Halleluja. Ganz ohne Fackel. Ja. Man sieht sogar, dass da was leuchtet. Da geradezu. Bestimmt die Ich habe da vor allem Forschungsstation oder so. Marker. Ich habe mal die Marker kurz ausgeschaltet, die irritieren mich gerade. Okay. I, Melbe. So, die Vogeltränke Ach, waren das nicht hier ist irgendwie. die Videokamera. Was meinst du mit der Vogeltrecke muss hier rechts gewesen sein? Die war irgendwo am Ich sehe sie schon hier. Ja, ich sehe sie jetzt auch. Ich glaube, die hätten wir auch nachts gefunden. Wir sind direkt dran vorbeigelaufen. Du bist dran vorbeigelaufen. Du hättest ja auch mal einen Ton sagen können. Ich hab sie nicht gesehen. Na. Wo willst du jetzt lang? Kurz was trinken und von der anderen Seite kommen. Okay. Oh, Spinne. Spinne. Was ist jetzt los? Oh Gott. Was denn? Ich hing gerade im Spinnennetz. Boah. Oh, da oben schläft eine Spinne. Weiß nicht, vielleicht Oh Gott, vorbeischlüpft? hier sehe ich mehr als eine Spinne. Ja, das ist Spinnhausen hier. Hast du Molly? Ja. Yeah. Die bewachen Eier. Und sind wach. Ich springe hier runter. Ah, komm doch, komm Hallo. doch. Aber das Ding ist, wir müssen halt da hoch, wenn wir auf die Vogeltränke wollen. Oh, Ja. warte, da kommt wieder eine CPC-Spider an. Klein oder groß? Ja, so eine gelbe. Mal, da ist auch irgendwie Vogeltrink. Oh, hier. Huch, was ist das denn? Steine, Dose, Müll. Raumschiff, Raumstation? Ja, irgendwie sowas. Ja, kaputte Raumstation, hier. Und Spinnennetze. Cool. Sind da drin Spinneneier? Ja. Und da ist ein Roboter draußen. Mehrere, glaube ich. Ich komme da nicht rein. Das ist ein böser Roboter. Glaube ich auch, und ich bin in so einem fucking Spinnnetz drin. Oh, der sieht mich. Irgendwo gibt es ja Science-Punkte. Kann man die abbauen? Netzsack. Was passiert da? Cool. Hast du gerade Wissenschaft gekriegt? Ja, ich habe so einen Roboter kaputt gemacht. Der hat ein Messer. Hey, cool. Cool, Spinne. Oh, cool, Spinneneier. Oh, hier ist eine Batterie. Cool, da geht Strom nach oben.
Oh, Spider-Babys. Nee, ich habe eine große hier. Zwei. Aha. Oh, die hängen an diesem Gebäude fest. Kommen wir da irgendwo hoch an diesem Gebäude? Wie kommen wir da hoch? Oh, hallo Spinne. Fährt sie diesen Baum hoch? Da oben ist was. Ja, kannst du sie töten? Cool. Vor allem, ich bin drin. Ja, ja, ich hab das auch, ich war kurz drin, bin aber wieder rausgegangen. Hey, komm wieder zurück, Feigling. Scheiße, ouch. Wie kommt man auf diesen scheiß fucking Baum? Über die anderen Bäume wahrscheinlich, ja. Ah, bei den Ast oder so. Ich will zu dieser Raumstation. Da oben. Ja, ja, ich auch. Aber erstmal will ich die Radnetzspinne mitnehmen. Ja, wir müssen wahrscheinlich auf den anderen Baum, da wo die ganzen Spinnenfixer sind. Hast du von Batman so ein Anti-Spider-Spray? Mm-mm. Schade. Ich habe einen Orientierungspunkt gefunden, oder du? Ich? Aber hier ist, glaube ich, das Getränk hier. Hm. Auf dem Baum müssen wir. Also, auf welchen? Da ist auch Science-Punkte oben drauf, sehe ich jetzt schon leuchten. Das ist auch Science. Ich komme hier nicht drauf. Ja, warte, war vielleicht da lang. Pass auf, hier sind überall Spinnen und so, ne? Diese Arschlöcher. Oh. Oh oh. Wahrscheinlich müssen wir echt über die hinterste da rüberklettern. Na, ich befürchte es langsam auch. Aber durch das viele Laufen hat der andauernd Durst hier, der Typ. Echt da ganz hinten anfangen und über das ganze Ding rüberklettern, glaube ich. Kann aber echt nicht sein. Oh, da ist was zu trinken. Aber bei den einen Baum kam man doch nicht so weit, kam man nicht weiter, oder? Vielleicht haben sie es verändert. Ich gucke einfach mal. Aber auf den Baum kommt man eben hoch. Ja, vielleicht muss man bei einem anderen Baum was bauen, um da hochzukommen. Oh, hier ist jetzt eine Büroklammer. Neu. Cool, eine Büroklammer. Ja, wahrscheinlich, damit man es leichter findet. Nicht so wie wir 50.000 Mal dran vorbeiläuft. Hm. Nee, hier ist falsch. Gab ja noch eine Safttüte hier irgendwo, ne? Hm. Ich wollte gerade fragen, war denn nicht irgendwie ein Haufen Spinnen? Ich hoffe, ich renne jetzt überhaupt in die richtige Richtung. Ach, Spiderling. Ach, die sind ja. Boah, das ist ja ganz schön hektisch hier. Entschuldigung, ich glaube, ich habe dich erwischt. Ja. Ah, hier ist was. Und zwar ist hier so eine Winde. Oh. Aber... ist auch neu. I'm flying! Whee! Cool! Oh my God! Ich halte es lieber gedrückt. Ah, nee. Muss zum Steuerung Loslassen. Fallen lassen, okay. So geht's weiter. Cool, yo.
Und hier gibt es zwei Wege. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben zu wenig Essen und Trinken dabei. Einmal das und ich habe mein Pusteblumen-Dings vergessen. Nicht nur du. Da ist noch eine Seilrutsche. Aber da ist kein Seil dran. Doch, da ist eins. Das geht nach unten, oder? Nee, ist keins. Vielleicht muss man... Da ist noch eine Seilrutsche. Und rechts ist das... Und warte, ja. Da sind ganz, ganz viele... Ja, ich weiß. Spinneneier. Aber wo sind die ganzen Spinnen hin? Schlafen. Hoffen wir's. Warten, bis sie uns fressen können in der Nacht. Ich höre irgendwo was. Ins Essbett drin. Achso, vielleicht wäre es auch die Tür. Was denn? Oh, Tau trinken. Nimm den kleinen Tau. Oh. Du warst schon hier drin, oder? Oh, guck mal, hier ist noch für jeden von uns ein Müsli-Riegel. Nimm den. Okay, jetzt habe ich beide genommen. Toll. Du hast eh keinen Platz. Doch, habe ich gerade geschaffen. Ein Müsli-Riegel mit mir. Naja. Zu trinken finden wir ja hier, ja. Ja. Oh, da ist ein... Juhu. Ich fand die Basis jetzt so ein bisschen enttäuschend. Was ist? Ich will zur nächsten Seilrutsche. Vielleicht für die zur Tränke. Oh, ich war hier unter mir ist irgendwas. Da ist ein Frisbee auf jeden Fall. Leid hier nicht lang. Ah, da ist noch eine. Zum Frisbee gibt es auch eine Seilrutsche, aber... Ja. Die Tränke ist irgendwo anders, ne? Ich weiß gar nicht, wo die Tränke ist. Hätte man sich markieren sollen. Ah, aber da sehe ich, wo die Seilrutsche herkommt. Da stand es gerade ein bisschen im Weg. Ist die Seilrutsche zum Frisbee? Ja. Da wollte man eigentlich gar nicht hin. Nee, wir können ja noch mal gucken, ob wir da zu der anderen irgendwie hinkommen. Ah, da pennen sie alle unten. Außer eine, die Heldwache. Ja, Frisbee wird bestimmt nichts Tolles sein. Da sind wir angekommen. Nee, da weiß ich echt nicht, wie wir da hinkommen sollen. Da ist zwar der... Ah! Fuck! Nein! Nein! Du bist runtergefallen, oder? Genau das eine Ding, was ich jetzt brauche, habe ich nicht dabei. Ja, und ich habe es im Inventar. Ich habe den Schnellslot gelegt, weil ich eins gefunden habe. So, wie komme ich jetzt am schnellsten hier runter? Ups. Nein, nein! Ich kann dir noch helfen. Ich habe noch 90 Sekunden. Willow! Willow! Dafür habe ich jetzt keine Lebensenergie mehr. So nett bin ich. Dankeschön. So nett bin ich. Ich opfer für mich... Möchtest du einen Drink? Hm? Ich hab einen Heildrink bei mir. Ich hab auch, 5 Stück. Okay. Ich hab gerade Verband genommen. Und ein Smoothie kommt dann hinterher. Aber dann will ich jetzt wenigstens zu dem Frisbee. Also? Wieder hoch. Wieder hoch. So.
bevor ich... So, jetzt habe ich mir ein Pusteblumenschirmchen da nochmal auf. Was? Schnell links. Ich habe oben ein Pusteblumenschirmchen gefunden. Ja, wenn du noch eins findest, sag Bescheid. Natürlich. Hätten wir auch gleich dran denken können eigentlich, ne, wenn wir hierher gelaufen. Ja, aber eigentlich wollten wir Marienkäfer jagen. Ah ja, das war ja der Plan, Mist. Stimmt, daraus ist ja nichts geworden. Genau. Nee, hier geht's nicht weiter. Jetzt wenigstens zum Frisbee. Ja, glaub mir, am Frisbee, da wird's nichts Tolles geben. Ja, aber zu dem anderen Ding weiß ich gerade nicht, wie wir da hinkommen sollen. Auch wenn ich schon mal hier bin. This is moderately terrifying! I don't have a death wish! Ah, ich habe einen gesehen. Und ich habe Kampf. Hm? Kampfmusik. Naja, es ist ein Spiderling. Alter, siehst du ja kaum im Grün. Hier. Puste Blume. Sehr schön. Und dicken dir gleich aufs Schnellinventar. Mach ich. Und dazu gibt's nochmal einen Smoothie. Lecker. Yum, yum. Das ist ein Smoothie. Wo bist du denn hin? Ach, da. Du solltest auch mal einen trinken. Du, ich hab schon einen getrunken. So, weil wir wurden nur angezeigt, dass du so halbe Energie hast. Egal. Ich bin wieder voll, das ist wichtig. Hier sieht aus, als ob der Ast kaputt ist. Hm. Ganz gefährlich, einmal verspringen und dann ist man weg. War das nicht hier gleich hier irgendwo? Hä? Hallo? Ja. Ach ne, hier rum. Diddly-dum. Dann darunter. Diddly-du. Ups, das war ein bisschen tiefer. Also ich hab's gefunden zum Frisbee. Okay. Don't look down. Aber die Spinnen schlafen, nicht wecken. Ach. Nein, Baby, ruhig. Da ist ein Spiderling wieder. Oder zwei. Ah, hier wäre auch eine Pusteblume gewesen. Ah. Oh, da ist noch eine Seilrutsche. Oh, Spiderlinge, wisst. Die kommen da raus, wenn du die kaputt hast. Bisher nicht bei mir. Oh, da ist ein Skep. Cool. Du hast ein Skep-Farbschema entdeckt. Coolio. Supreme, hast du es auch hier? I have limits. Ja, ich hab's auch. Gut. I guess I thought I did.
Die haut's kaputt und du kommst gleich zu mir an hier. Jetzt sind da ja noch mehr Scabs drin versteckt, oder? Nee, die lag so einfach da. Ach so, okay, dann lass uns weiter rutschen. Ich hab die nur geöffnet bisher wegen den Netzen. Okay. Aber jetzt, wo ich weiß, dass die Viecher drin sind, lass ich's lieber. Psst, Baby. Weiter schlafen. Ah, links ist die Vogeltränke. Hm. Aber bevor ich springe, gucke ich lieber, ob ich zur Vogeltränke von hier komme. Sieht so nicht aus. Wird schon wieder dunkel? Ist dunkel. Es ist 15 Uhr, also ein bisschen Licht sollten wir noch haben. Oh my god! This is moderately terrifying! Aber unten ist die Batterie. Vielleicht kommen wir von dort nach links weiter. Achtung, Spiderlinge! Alter. So, lebt noch. Oh! Was denn, oh? Bin fast tot. Oh, Faserverbände. Warum bin ich denn fast tot? Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich dich getroffen. Keine Ahnung. Das wird es wahrscheinlich sein. Da ist doch ein Faserverband, nimm dir den. Was kann ich damit machen? Dich verbinden? Ah, so ein Verband, okay. Ich nehme mal die toten Spiderlinge mit. Mach mal. Da. Ja, der hat keinen Bock auf dich. Der will weg. Dieses Raumschiff oder was er sein soll, ist ja ganz schön komisch abgestürzt. Da ist noch was zum dran rum. Jo. Diesen noch eine Seilrutsche. Da gibt's ja. Oh, das ist aber größere. Oh, oh. Yeah! Alter, ist ja riesig. Ja. Cool. Heckenlabor, Durchbruch. Oh, hier könnte man irgendwas nehmen. Finde das Terminal-Passwort und melde dich beim Terminal an. Gut, ich würde sagen, wir laufen hier aber zusammen lang. Ah, warte, guck mal hier, Passwort, Doppelpunkt. Kann man das so eingeben? Nee, das geht automatisch, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Oder ist der Zettel einfach abgerissen? Wir müssen den zweiten Zettel, den Zettel suchen. Wahrscheinlich, ja. Wollen wir hier einen Break machen? Ja, würde ich sagen. Okay. Dann hoffen wir, dass es bis euch hier gefallen hat bisher und tut uns leid, dass wir keinen Marienkäfer gefunden haben. Ja, nächstes Mal geht's hier weiter. Genau. Also, liken, kommentieren, etc. Genau, liebhaben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.